Hallo ihr Lieben, wir melden uns nochmal zurück heute Abend hier und zwar nicht aus dem Fashion-Zelt, sondern in einer Off-Location im Kronprinzenpalais auf der Show von Augustin Tebuhl. Und wir haben alle Augustin hier neben uns stehen und sie wird uns jetzt ein paar Fragen zur Kollektion beantworten. Warum habt ihr euch dafür entschieden, das nicht in einem klassischen Runway-Show zu machen, sondern in diesem Rahmen? Für uns war jetzt nach 8 Kollektionen, glaube ich, die wir gemacht haben, es war uns einfach mal wichtig, in einem anderen Format zu zeigen und vor allem die Tragbarkeit und die Greifbarkeit unserer Mode zu illustrieren. Das ist ja anders, wenn man jetzt hier echte Menschen in unserer Kleidung sieht, als nur einen normalen Runway zu machen. Erklär ein bisschen zu eurer Kollektion, was hat euch inspiriert, was will uns das sagen? Ja, wir haben in der Kollektion Pop-Elemente, Rock'n'Roll, Nonchalance, wie immer sehr schwarz und ja, dann die Details, die einfach auch für uns signifikant sind, wie die Stickereien, die Häkeleien und viel Lederarbeit. Du hast es schon angesprochen, ihr macht viel in Schwarz. Warum macht ihr viel in Schwarz und könnte vielleicht irgendwann der Tag kommen, wo ihr sagt, die und die Farbe würden wir gerne nochmal mit reinnehmen? Wir haben zusammen mit einem Projekt begonnen und hatten uns einfach in dem ersten Projekt darauf geeinigt, wir machen jetzt ein paar Outfits nur in Schwarz und haben dadurch entdeckt, dass wir mit den Details einfach viel weitergehen können. Und wir fanden das eigentlich inspirierend auch so. Also das pusht uns einfach in eine ganz andere Richtung und mir persönlich fehlt es auch überhaupt nicht, mir fehlt es nicht an Farbe. Aber gut, sag niemals nie, ich weiß nicht, vielleicht kommt eines Tages mal Farbe dazu. Welchen Frauentyp oder spricht es vielleicht überhaupt gar keinen speziellen Frauentyp an, eure Mode, sondern ihr sagt, es ist für alle oder gibt es da so einen bestimmten Frauentyp, für den ihr einfach gerne entwerft? Also wir haben nicht eine Muse und ich denke, das ist auch das, was man in der Ausstellung sieht. Hier sind junge Frauen dabei, ältere Frauen dabei, es sind Paare dabei, es sind Männer dabei und auch ganz, ganz unterschiedliche Charaktere und ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Und das spiegelt das bestimmt auch gut wider, wie wir unsere Mode sehen. Ich denke, letzten Endes ist es eine Frage des Stylings und der Persönlichkeit, die der Persönlichkeit des Trägers. Und das ist auch das Schöne an Mode, dass die Kleider eigentlich ja immer wieder ein neues Leben bekommen können, egal wer das trägt. Also wir können beide die gleiche Jacke anhaben und die Jacke sieht vielleicht trotzdem nicht gleich aus. Designt ihr lieber für die Sommer- oder für die Wintersaison oder gibt es da keinen Favoriten? Da gibt es keinen Favoriten und manchmal auch Schwierigkeiten, uns zu unterscheiden. Die Berliner Fashion Week wird ja im internationalen Vergleich immer so ein bisschen belächelt. Wie siehst du das und was würdest du dir für Berlin wünschen? Ich würde mir für Berlin einfach ein bisschen mehr Zeit wünschen. Zeit, um die eigene DNA zu finden. Und ich glaube, wir müssen alle aufhören, Berlin mit großen Modemetropolen zu vergleichen. Und dann ja, wird sich hier schon was Eigenes kreieren. Also das Potenzial ist meiner Meinung nach auf jeden Fall auch da. Berlin ist eine ganz tolle Kreativstadt, also nicht nur in der Mode, sondern überhaupt. Und hier werden einfach Impulse so gegeben, gesetzt, die es in anderen Städten vielleicht so momentan nicht gibt. Also hier kann schon was Eigenes entstehen. Jetzt seid ihr ja gerade fertig mit einer Kollektion. Geht es direkt nach der Fashion Week in die nächste Kollektion oder was macht ihr danach erstmal? Normalerweise ja, geht es immer gleich wieder los und nach der Kollektion ist vor der Kollektion und wir müssen die Produktion regeln. Diesmal ist es so, dass wir haben den Woolmark Prize gewonnen, European Woolmark Prize, und werden im März nach Peking fliegen zu den Finals und müssen in den nächsten 5 Wochen nochmal eine ganz neue Kollektion auf die Beine stellen. Also ja, jetzt werden wir morgen und übermorgen hier Fashion Week machen und dann am Donnerstag aber gleich wieder im Büro sitzen und weitermachen. Wie lange dauert es tatsächlich, so eine Kollektion zu designen und dann tatsächlich auch zu produzieren? Das ist schwierig zu sagen, vor allem weil wir einen Designprozess haben, der vielleicht nicht so klassisch ist. Wir machen keine Zeichnungen und
es kommt so ein Ding zum anderen. Also Kleider entstehen einfach aus, wie soll ich sagen, aus dem Machen heraus. Wir fangen mit einem Teil an und oder vielleicht nur mit einer Häkelei, die eigentlich Odeli auf der Schulter gesehen hätte. Und ich schlage vor, dass wir daraus eine Hose machen. Und so kann das schon manchmal ganz schön lange dauern. Also es ist ein Work in Progress, der sich nicht so auf Stunden niederbrechen lässt. Zum Schluss noch eine Frage. Glaubst du, dass ihr mit eurem Label schon an einem Ziel angekommen seid? Oder ist es ein ständiger Prozess, wo man nie irgendwie so denkt, dass man wirklich richtig angekommen ist? Nee, ich glaube, wir sind nirgendwo angekommen eigentlich. Also wir bekommen viel Aufmerksamkeit, ja, aber... es gibt in dieser Welt noch unendlich viele Leute, die noch nie was von unserem Label gehört haben. Und auch rein finanziell sind wir noch ziemlich auf wackeligen Beinen. Also, ja. Super, dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein paar Fragen zu beantworten. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke.